So, hallo und herzlich willkommen zum bereits auf Facebook angekündigten Informationsvideo. Und zwar habe ich ein paar Dinge, die ich ansprechen wollte. Zum einen kommen wir erstmal zum Allerwichtigsten. Ich habe vor, meinen Uploadplan umzustrukturieren. Einfach aus zwei Gründen. Einerseits habe ich ziemlichen Zeitmangel. Ich komme momentan nicht hinterher, alle Projekte so viel aufzunehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich zwei Projekte einmal die Woche bringe und die anderen zweimal. Welche das werden, komme ich gleich dazu. Der andere Grund ist, dass es mich einfach nervt, dass ich kaum Zuschauer bei Alice und Kingdom Hearts habe. Und deswegen werden die Projekte jetzt zurückgeschraubt, damit die Leute, die das gucken wollen, auch Zeit haben, das zu gucken. Weil da anscheinend zwei Folgen die Woche wohl zu viel sind. Naja. Ja. Dann zum Uploadplan. Den werdet ihr ja hier auch eingeblendet sehen. Und zwar schaut er wie folgt aus, dass Alice wie gewohnt montags kommt, aber nur noch montags. Pokémon kommt dienstags und freitags. Terraria kommt mittwochs und freitags. Ich werde es einfach weiterhin zweimal die Woche bringen, da Terraria sowieso mit Real Tour ist und wir momentan immer wieder mal Zeit finden, das aufzunehmen. Aber ja, halt nicht jede Woche, sondern alle 2 oder 3 Wochen. Das passt so an sich, finde ich. Mit dem schreibe ich übrigens gerade auch über, wie wir weiter vorgehen wollen in Terraria und so weiter. Lasst euch überraschen. Donnerstags kommen dann wie gewohnt Kingdom Hearts, aber auch nur noch donnerstags. Und ich habe vor, Misao, weil ich davon einen großen Vorrat momentan habe, samstags und sonntags zu bringen. Und da ich einfach merke, dass ziemlich viele Leute das gerne gucken. Also auch, weil ich jetzt letztens einen Kommentar gelesen habe, wie, oh, böser Schnitt, Mimi, ja, bla, Spannung und sowas. Deswegen dachte ich mir, okay, bringe ich das doch einfach am Wochenende. Wird das mein komplettes Wochenendprogramm. Ja, und halt dann sonntags noch das Zockerstündchen hin und wieder, wenn ich was finde, was ich zocken könnte. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, nämlich Zockerstündchen. Das Problem ist, ich finde da nicht immer Spiele, die ich da spielen kann. Deswegen, wenn ihr da irgendwas gerne sehen würdet, was ich auch spielen kann und was ich habe, dann sagt mir das, schreibt mir das einfach. Ihr könnt es auch per PN schreiben, wenn ihr es nicht öffentlich schreiben wollt. Das ist kein Problem. Oder schreibt es mir auf Facebook oder sowas. Da bin ich ziemlich offen. Ich werde mir jetzt hoffentlich auch mal beim Herbstsale ein paar kleine Spiele holen können, die ich dann anzocken kann. Mal schauen, wie das so klappt. Das werdet ihr ja dann sehen. Ja, ansonsten einfach schauen wir einfach mal. Gut, der Zeitmangel ist übrigens auch der Grund, warum häufiger Videos veröffentlicht werden, bevor die Thumbnails und Titel und Beschreibungen ordentlich verarbeitet sind. Es tut mir auch leid, aber es geht halt momentan nicht anders und ich kann das gerade augenblicklich nicht anders regeln als so, dass ich es im Nachhinein meistens erst verarbeite. Bearbeite, nicht verarbeite. Ja, klappt einfach momentan nicht, da ich so eingespannt von der Schule bin und manchmal abends gar keinen Bock mehr habe, mich darum zu kümmern. Ja. Aber ich werde mir trotzdem Mühe geben, dass es besser wird. Also gegen Weihnachten dürfte es hoffentlich wieder besser werden. Genau. Deshalb habe ich auch gerade kein sehr spannendes Leben, das ich irgendwie mitteilen kann in Videos oder sonst was. Denn ich bin nonstop am Lernen und Lernen und Lernen und ja, lernen. Und hin und wieder dann noch Theater machen. Staatstheater und so. Ja. Dann kommen wir noch zu einem anderen, nämlich wegen Weihnachten. Habe ich vor, eventuell ein Weihnachtsspecial zu machen. Was es genau wird, das weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Das schaue ich noch. Ja, mal schauen, was es wird, ne? Genau. Übrigens an die Leute noch, fällt mir gerade ein, ich sehe den Punkt gerade, die von mir auf ihr Kommentar keine Antwort bekommen. Das liegt an euch. Ich antworte normalerweise auf jedes Kommentar. Aber wenn ihr die Einstellungen so habt, dass ich nicht darauf antworten kann, dann schicke ich meistens die Antwort entweder per PN oder ich schreibe auf euren Kanal. Also in eure Kanalkommentare, wenn ihr da nicht irgendwie. Ja, guckt, dann habt ihr selber ein bisschen verschissen, ehrlich gesagt. Also böse ausgedrückt, aber es liegt einfach jetzt daran, dass das Kommentarsystem wegen Google Plus umgestellt wurde und ihr habt eure Einstellungen so, dass ich euch nicht antworten kann. Geht nicht. Und dann müsst ihr einfach, wenn ihr antworten wollt, müsst ihr das umstellen. Wenn nicht, dann ja, gehört dann halt nicht. So, und noch was. Ich habe einen neuen Chibi, den manche vielleicht schon auf den Thumbnails gesehen haben. Der ist von der lieben Kristallflamme. Ich werde alles von ihr
hier in die Beschreibung packen, wo ihr sie zu finden habt. Momentan macht sie zwar keine Zeichnungen mehr, weil sie nämlich im Krankenhaus ist. Da hoffen wir mal, dass alles wieder gut wird mit deinem ungeborenen Kind, liebe Kristallflamme. Ich drück dir die Daumen, ne? Ja, aber wenn sie wieder Zeit und Lust und was weiß ich und die Nerven vor allem dafür hat, dann denke ich, ja, die macht auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit und ich bin einfach sehr, sehr zufrieden damit. Wenn ich dann mal wieder freiere Zeit habe und sowas, dann denke ich, werden auch vielleicht noch weitere andere Videos kommen, nicht nur die ganzen Let's Plays. Aber ich muss auch natürlich dann einen Kopf dafür haben. Also ich kann nichts versprechen. Es ist nur, ich spiele schon länger mit den Gedanken, auch ein paar andere Videos zu machen, aber das ist ein bisschen momentan eher Utopie. Ja. Ich glaube, das war's dann so. Ja, schnell durchgekaut, aber ich habe auch nicht so viel Zeit. Ich muss gleich los zu einem Arzttermin. Deswegen, ja, Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann in einem Let's Play. Bis dann. Tschüss.